Eine neue Welcome-Koordinatorin stellte sich jetzt bei der Familienbildungsstätte im 1A in Dülmen vor. Welcome ist ein bundesweit agierendes Sozialunternehmen für eine unmittelbare Unterstützung von Eltern, damit die Kinder in einer liebevollen Umgebung gesund aufwachsen können. So Welcome. Welcome ist ein bundesweites Angebot und hat sich aus einem ganz persönlichen Bedarf gebildet. Und zwar hat damals Rose Vollschmitz, die Gründerin, hat eine ganz persönliche Erfahrung gehabt, hat gedacht, sie wäre gut vorbereitet auf die Geburt, alles wäre toll und klasse. Und dann hat sie festgestellt, so ist es doch nicht gewesen. Die Geburt war sehr anstrengend. Und dann hat sie festgestellt, dass ganz viele Frauen wirklich an ihre Grenzen gekommen sind. Und dann hat Rose Vollschmitz sich überlegt, dafür muss es etwas geben, ein Angebot. Wie können wir das machen? Und hat vor knapp 20 Jahren dieses Angebot erstmalig in Hamburg entstehen lassen. Und das ist so in Hamburg eingeschlagen, dass ganz viele Familienbildungsstätte gerade dieses Konzept übernehmen wollten. Und bereits seit 2014 existiert die Einrichtung in Dülmen, die in Deutschland an rund 230 Standorten vertreten ist. Überall dort, wo junge Eltern Hilfe in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt eines Kindes benötigen, springt Welcome ein. Und dieser Name Welcome, der wird klein, also Welcome wird klein geschrieben mit Doppel-L und ist ein Zusammenschluss von Worten von Willkommen, von Wellness, Entspannung und zur Ruhe kommen für die Familie und für das Kind. Und es geht letztendlich darum, dass das Kind in eine Familie kommt, dass es empfangen wird, dass es begleitet wird und die Familie oder die Mitglieder entspannt sind, dass auch der gute Start eben am Anfang gewährleistet ist. Irmgard Neuss, ehemalige Leiterin und Mitglied im Förderverein der Familienbildungsstätte Dülmen, wurde vor 6 Jahren auf die gute Arbeit von Welcome aufmerksam. Wir, der Förderverein, unterstützen die Arbeit der Familienbildungsstätte und so sind wir auch auf der Suche nach neuen Projekten auf Welcome gestoßen und haben es für ganz wichtig angesehen, dass wir junge Familien in Dülmen unterstützen. Angelika Gründgen hat die bisherige Koordinatorin Veronika Büscher seit dem 1. September im Dülmener Welcome-Projekt abgelöst. In einer Gesprächsrunde stellte sie sich vor. Und ich habe jetzt die Welcome-Koordination für Dülmen übernommen und arbeite hier in Dülmen. Auftrag in der Koordination heißt, dass ich Anlaufstelle bin für die Familien, die Bedarfe haben, als auch für Ehrenamtliche, die Spaß daran haben, Welcome-Engel zu werden. Und diese beiden Interessenten zusammenzubringen, das ist erst einmal mein Auftrag. Nach den Erfahrungen wurde das Welcome-Projekt bisher in Dülmen sehr gut angenommen, sodass auch weiterhin mit Anfragen junger Familien auf Unterstützung zu rechnen ist. Die Organisatorinnen hoffen dabei, dass die Kosten des Projektes weiterhin durch Spenden und Fördergelder gedeckt werden können.